Hallo und herzlich willkommen wieder bei Geisteswissenschaft TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute präsentieren wir euch einen ganz speziellen Vortrag von Herrn Dr. Külken. Dr. Külken ist ein wunderbarer anthroposophischer Arzt mit sehr viel Mut. Einige werden ihn vielleicht auch kennen aus der kritischen Corona-Zeit. Und Dr. Külken wird uns einen Vortrag halten, beziehungsweise hat ihn gehalten in unserem Bündnis Soziale Dreigliederung. Und er spricht über eigentlich eine der wichtigsten Dinge in unserem Leben in diesem Zeitalter. Wir sind ja jetzt in einer Neuzeit, seit Beginn des 15. Jahrhunderts. Wir nennen es auch das Fischezeitalter. In der Geisteswissenschaft heißt es das Bewusstseinszeitalter. Und es ist für uns das Zeitalter der Freiheit. Und in diesem Zeitalter gibt es eine ganz merkwürdige Kraft, die hängt mit der Freiheit zusammen, nämlich die Kraft des Antisozialen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir wissen, dass wir in einem Zeitalter sind, das uns eher zum Egoismus führt, auf ganz natürliche Art und Weise. Und dass wir darum ringen müssen, eigentlich das Soziale zu entfalten. Und das ist fast eines der wichtigsten Themen in diesem Zeitalter. Und Dr. Külken wird euch jetzt dieses Thema nahe bringen in einer wunderbaren Art. Er ist ein wunderbarer Redner und bringt uns dieses so wichtige Thema hier sehr, sehr nahe. Also das Thema Soziales, Antisoziales von Dr. Külken. Wie gesagt, eine Aufzeichnung von einem Vortrag im Bündnis Soziale Dreigliederung. Vielleicht schaut ihr euch einmal an, was das für eine Bewegung ist. In diesem Sinne viel Freude, euer Axel Burkhardt und das Team von Geisteswissenschaft TV. Und vielen Dank überhaupt für die Einladung, weil zu diesem Bündnis für Dreigliederung ich ja nicht zu den im besten Sinne des Wortes alten Hasen in puncto Dreigliederung gehöre und mich mehr die letzten Jahre und Jahrzehnte um eine medizinische Menschenkunde bemüht habe, eigentlich immer den einzelnen Menschen im Blickfeld habe und auf der anderen Seite eben deutlich wird, dass der einzelne Mensch eben ohne die Gemeinschaft nicht kann und die Gemeinschaft ohne den individuellen, selbstbewussten Menschen nicht sein kann. Und zunächst einmal begrüße ich alle Teilnehmenden und hoffe, dass ich etwas vermitteln kann von diesem Thema. Am Anfang steht das Wort Mensch werden und das weist ja darauf hin, dass wir im Grunde alle noch nicht Mensch sind. Der Mensch ist eigentlich das einzige Erdengeschöpf, was noch nicht das ist, was es heißt. Eine Biene ist vollkommen Biene, mit unglaublicher Weisheit begabt in all ihrem Verhalten und Tun, während der Mensch eben auf dem Weg ist, das zu werden, was er heißt. Und dazu gehört eben sein sich selber finden als in sich ruhend und zugleich in der Gemeinschaft. Und beides hängt eben dicht miteinander zusammen und eben auch für mich als Arzt, der ich zunächst einmal ja immer mich im freien Geistesleben aufhalte und mit dem Patienten zusammen Perspektiven entwickle, webt aber eben doch das ganze Soziale mit hinein, weil mit jedem Menschen und auch mit mir selbst immer auch das ganze Soziale mit anwesend ist und wir alle einerseits eben unter den noch nicht gesunden sozialen Verhältnissen leiden, bis in unsere Krankheitsverhältnisse hinein. Und auf der anderen Seite wir auch wohl alle mehr oder weniger auch noch ganz schön kränkend in die Gemeinschaft hineinwirken. Das ist die andere Seite. Und da steht für mich ganz zentral jetzt in dem, was ich für heute Abend vorbereitet habe, ein Satz von Rudolf Steiner im Mittelpunkt. Und der heißt, die soziale Ordnung braucht
etwas, nämlich was braucht die soziale Ordnung? Die soziale Ordnung braucht, dass sich der Mensch selbst erkennt. Das ist erstaunlich. Aber der Satz endet da nicht. Die soziale Ordnung braucht, dass der Mensch sich selbst erkennt in seiner Beziehung zum Sozialen. Das heißt, die soziale Ordnung ist nicht einfach eine Ordnung und wenn du mitmachst, dann ist alles gut, sondern jeder Einzelne muss in Zukunft immer mehr, und wir leiden daran, dass das noch so wenig geschieht, dass der Einzelne sich selbst erkennt in seinem Verhältnis zur sozialen Ordnung. Und dieses Verhältnis zur sozialen Ordnung ist eben, weil der Mensch selber ein dreigliedriges Wesen ist, auch dreigliedrig. Er ist als denkender Mensch in einem Verhältnis zur sozialen Ordnung, er ist als fühlender Mensch in einem solchen Verhältnis und als wollender, als handelnder Mensch. Das ist uns noch am nächsten, aber es ist das Schwierigste natürlich. Und Rudolf Steiner bringt jetzt aus seiner anthroposophischen Menschenanschauung Vorstellungen, Einsichten hinein in das Selbstverständnis des Menschen, die uns zunächst einmal fremd sind. Das heißt, Selbsterkenntnis ist etwas, was nicht auf der Hand liegt, nicht so leicht greifbar ist. Und wir bekommen von Rudolf Steiner sozusagen Grundideen oder man kann auch sagen Arbeitshypothesen. Schaue mal auf dein Denken, schaue mal auf dein Fühlen, schaue mal auf dein Wollen unter ganz bestimmten Gesichtspunkten. Nicht gläubig übernehmen, Steiner hat gesagt, sondern das, was er hier vermittelt, aufnehmen als Arbeitshypothese. Und die Grundarbeitshypothese ist die, das, was Rudolf Steiner als eine geisteswissenschaftliche Erkenntnis errungen hat, dass der Mensch in Bezug auf das Soziale zweigliedrig ist. Er ist ein soziales Wesen und er ist zugleich ein antisoziales Wesen. Und beides, für uns klingt antisozial immer ganz negativ und sozial ganz toll. Lassen wir mal alle Bewertungen weg, weil man kann auch sagen, schlafen ist schlecht und wachen ist gut oder umgekehrt. Aber wenn wir nicht anständig schlafen, wachen wir auch nicht und wir schlafen so, wie wir wachen. Es braucht das eine das andere. Und der Mensch ist eben nicht Mensch, wenn er beides gleichgewichtig entwickelt, sowohl das Soziale im Denken, Fühlen und Wollen, wie auch das Antisoziale im Denken, Fühlen und Wollen. Das möchte ich jetzt im Einzelnen deutlich machen. Und ich würde, weil das immer sehr viel dann an Inhalt ist, vorschlagen, ich mache einen ersten Teil, wo ich darstelle diese drei Aspekte des Denkens, des Fühlens und des Wollens und würde dann eine kleine Pause machen, dass vielleicht bis dahin Fragen entstanden sind, dass man nicht alles Mögliche übereinander häuft. Und dass wir dann in einem zweiten Teil zu dem kommen, wie Rudolf Steiner jetzt etwas anregt. Und zwar, wir sind, ohne dass wir das wollen, antisozial. Weil das sind sozusagen die Triebe, die sich von selbst zeitgemäß in uns entwickeln und von denen Rudolf Steiner sagt, sie müssen sich noch immer mehr entwickeln. Der Mensch muss noch immer antisozialer werden. Als die eine Hälfte seines Wesens. Und das heißt, ich beschreibe zunächst einmal das, was der Mensch eben einfach dadurch ist, was instinktiv von selber da ist. Und das, der zweite Teil wäre dann, wie kann er das pflegen, was nicht von selber da ist, was er aber in der zweiten Hälfte seines Wesens ist, nämlich ein sozialer Mensch im Denken, Fühlen und Wollen. Und wie kann das gepflegt werden, weil dieses Soziale muss bewusst gepflegt werden. Das ist jetzt, weshalb es heißt, dass wir im Zeitalter der Bewusstseinsseele leben.
dass es jetzt eben darauf ankommt, dass jeder Mensch individuell bewusst das Soziale pflegt und auch das Antisoziale pflegt, aber im Bewusstsein, dass es das Antisoziale ist. Also es braucht ein doppeltes Bewusstsein. Ein Bewusstsein für das, was von selbst da ist jetzt, und ein Bewusstsein für das, was gepflegt werden muss. Und im dritten, eben, das wäre dann der dritte Teil. Und ich würde jetzt mit dem Denken anfangen. Wir denken ja, auch wenn wir das gar nicht wollen. Also es denkt. Ja, wenn wir irgendwelche Sorgen haben und wollen abends einschlafen, dann denkt es und denkt und denkt. Und wir sind eigentlich, oder ich selber bin der Schwächling, der dieses Denken nicht zum Stoppen bringen kann. Das heißt, da ist ein Trieb, ein unbewusster Trieb zum Denken. Und dieser Trieb zum Denken ist das, was einem dann eben abends besonders lästig ist, weil er eben ein Trieb zum Wachen ist, zum Aufwachen, zum sich wach, bewusst halten in der Welt. Und Rudolf Steiner sagt, dass eben mit dem Aufwachen der Mensch automatisch einen antisozialen Trieb entwickelt, nämlich sich in dieser Gedankenklarheit, Bewusstheit zu halten. Und wenn man das jetzt vom Sozialen her betrachtet, dann begegnet ein Mensch dem anderen und das sind zwei denkende Wesen. Und jeder muss, um selber er selbst zu bleiben, sich gegenüber der Gedankenwelt des anderen aufrechterhalten. Er darf nicht einfach in die hinein verschwimmen, sondern er muss sich aufrechterhalten, er muss seine eigene Urteilsfähigkeit aufrechterhalten gegen alles Bombardement irgendwelcher anderen Vorstellungen, Ideen, Gedanken, Logiken und so weiter. Auch auf die Gefahr hin, dass er irrt, aber das ist gleichgültig. Er muss sich selber wach erhalten und dieses sich antisozial gegen den anderen wach erhalten, das ist die Grundlage der modernen Wissenschaftlichkeit. Die moderne Wissenschaftlichkeit ist dieses absolute kritische allem Gedanklichen gegenüber und vor allen Dingen eben auch sogar selbstkritische Bewusstsein. Das heißt, auch gegenüber dem, was ich bis vorhin noch gedacht habe, selbst dem gegenüber muss ich Kritikfähigkeit aufbringen. Aber das ist ein extrem antisozialer Trieb und wenn man das okkult betrachtet, sagt Rudolf Steiner, dann ist das sogar so, dass jeder Mensch, indem er einem anderen Menschen entgegentritt, noch dazu den Impuls aussendet, diese Abwehr des anderen einzuschläfern. Das heißt, jeder hat den Impuls, den anderen einzutrüben, sodass er einfach hineinschläft in meine Gedanken. Und das liegt daran, weil wir in der Nacht, wenn wir schlafen, tatsächlich in einem solchen Denken sind. Da sind wir eins mit dem Denken unserer Feinde, unserer weiß ich wem. Also wir im Schlaf sind wir als denkende Wesen sozial. Da sind wir vollständig, er sagt das damals im Zusammenhang mit dem Weltkrieg, tagsüber sind das die Feinde und nachts ist man sozusagen eins mit den Seelen der anderen. Das in der Nacht, im Schlaf sind wir sozial als denkende Wesen, am Tage antisozial. Wir würden eben wegdämmern, wenn wir diese Kraft nicht aufbringen würden, dagegen zu machen. Und wir haben beobachtet, dass es zwei Elemente gibt, dieses gesunde, selbstbewusste, antisoziale Denken, diesen Impuls dazu einzutrüben durch die Autoritätsgläubigkeit und durch die Propaganda. Das ist etwas, was wir eben in der Corona-Krise sozusagen unter der Lupe beobachten konnten, wie binnen Tagen oder Stunden sogar bei vielen Menschen dieser antisoziale Impuls in Bezug auf eine ganz bestimmte Thematik ausgelöscht war. Nicht mehr zugänglich für den Menschen.
Und dann eben ein ganz dumpfes, sagt Rudolf Steiner, ein dumpfes Gruppenbewusstsein an die Stelle des wachen Ich-Bewusstseins tritt. Aber das ist ein anderes Thema. Entscheidend ist unser Grundverhältnis von Mensch zu Mensch, wenn wir uns begegnen als wachende Menschen, ist antisozial. Und das Soziale müssen wir überhaupt erst pflegen. Und Rudolf Steiner sagt gar nicht, wie. Wir müssen uns zu sozialen Wesen erziehen, sagt er zunächst einmal. Natürlich später, das ist sozusagen dann der dritte Teil meiner Ausführungen. Aber er sagt dann zum Fühlen schon einiges, zum Wollen einiges, aber zum Denken sagt er zunächst einmal nur, das Antisoziale ist lebensnotwendig. Das habe ich versucht deutlich zu machen. Wir wären keine Menschen, also keine modernen Menschen. Wir wären betreuungsbedürftig, wenn wir dieses antisoziale Denken nicht hätten. Aber wir müssen uns zum sozialen Denken erst bewusst erziehen. Und gesund wäre unser Denken dann, wenn wir mit unserem Ich-Punkt immer schweben würden zwischen sozialem Denken und antisozialem Denken. Dass wir also unseren Ich-Punkt aus dem antisozialen Denken herausziehen und in ein Gleichgewicht kommen zwischen sozialem und antisozialem Denken. Das ist zunächst einmal die Aussicht, aber noch überhaupt nicht klar, was heißt soziales Denken. Jetzt zum Fühlen. Da merken wir, das ist uns viel näher. Und auf der anderen Seite, wir werden authentisch im Fühlen und trotzdem gibt uns Rudolf Steiner zu denken, und zwar nicht nur aus jetzt irgendwie einer moralischen Sichtweise heraus, sondern aus einer nüchternen, okkulten Beobachtung des Menschen, der menschlichen Seele, dass wir sofort spontan Gefühlsurteile haben, wenn wir einem Menschen begegnen, auch neu begegnen oder wieder begegnen. Immer stellen sich ungefragt, ich kann die ja nicht irgendwie herbeirufen, stellen sich Gefühlsurteile ein. Und diese Gefühlsurteile, sagt Rudolf Steiner, und das ist wiederum eine Arbeitshypothese, sich da selber zu beobachten, nicht im Moment, aber vielleicht in der Vergangenheit zu beobachten, dass diese Gefühlsurteile immer, ausschließlich immer gefälscht sind. Gefälscht durch unsere persönlichen Sympathien und Antipathien. Auch das ist ein antisozialer Impuls, weil er einfach mein Gefühl ist. Also wenn ich eben eine ganz bestimmte Art von, wie Menschen sich kleiden, sympathisch finde und eine andere Art unsympathisch, dann sagt das etwas über mich aus, aber nicht über diese Menschen. Und wenn ich aber sage, das sagt etwas über mich aus, dann heißt das auch, ich muss auch meine Gefühlsurteile ernst nehmen, weil sie mir sagen, und das spielt sich dann vor allen Dingen in seiner Auswirkung auf das Wollen, auf das Handeln ab, dass ich das, was mir wohltut, was mir behagt, auch würdigen muss, um lebensfähig zu sein. Wir können nicht leben, wenn wir das vollständig ignorieren würden, unsere persönlichen Sympathien und Antipathien. Und da gibt Rudolf Steiner jetzt schon den Rat, eine gewisse Selbsterziehung kann man eigentlich sofort beginnen, indem man sich immer sagt, gib Acht, dein Gefühlsurteil ist immer gefälscht durch deine persönlichen Sympathien und Antipathien. Und du kannst aber etwas tun, nämlich du kannst immer auf der Lauer liegen sozusagen, lerne ich den Menschen, um den es geht, noch von einer anderen Seite kennen. Kann ich etwas bei ihm erhaschen, was mir ermöglicht, mein erstes Gefühlsurteil zu relativieren, zu korrigieren. Und er sagt, man könnte sich vornehmen, unter allen Bedingungen, unter allen Umständen, das erste und auch das zweite und jedes Gefühlsurteil, was dann irgendwann sich festlegt, immer wieder zu korrigieren, nie aufzuhören,
ein Gefühlsurteil zu korrigieren. Das ist das, was er anrät. Und so wie er sagt, beim Denken, der Mensch muss lernen, mit seinem Ich-Punkt zu schweben zwischen dem Antisozialen und dem Sozialen, zwischen dem notwendigen Antisozialen und dem sozial notwendigen sozialen Denken. So heißt es beim Fühlen, er muss gleichzeitig antisozial fühlen und sozial fühlen. Gleichzeitig. Weil beides seine Berechtigung und Notwendigkeit hat. Wir könnten nicht leben als Menschen, wenn wir nicht auch auf unsere persönlichen Sympathien und Antipathien Rücksicht nehmen. Und das wirkt sich dann vor allem im Wollen aus, wo unsere Sympathien und Antipathien übergehen in Handlungen. Also wir hegen nicht nur still für uns irgendwie eine Sympathie für diesen oder eine Antipathie für jenen, sondern es geht jetzt darum, dass diese Sympathien und Antipathien mein Handeln beeinflussen. Und auch dort, und da ist jetzt etwas, also beim Fühlen kommen wir ja noch einigermaßen mit, aber beim Wollen haben wir eine ganz, ganz schöne Kröte zu schlucken, wenn Rudolf Steiner sagt, so wie er sagt, jedes Gefühlsurteil ist gefälscht, notwendigerweise gefälscht. So sagt er, jede spontane Liebe ist in 99,9% der Fälle keine eigentliche Liebe, sondern Selbstliebe. Warum? Weil wir ohne diese Selbstliebe gar nicht existieren könnten. Um jetzt die Sympathien und Antipathien herüberzutragen in das Wollen, in das Handeln, in die Liebe. Wenn ich erschöpft bin und ausgelaugt und ich überlege, wie erhole ich mich, dann werde ich, wenn überhaupt, einen mir sehr sympathischen Menschen fragen, ob er mit mir einen Spaziergang macht. Ein Mensch, wo ich einfach weiß, der tut mir gut. Und das heißt, unbedingt gibt es diese egoistische Liebe. Sie ist berechtigt. Und es ist aber, um noch einen Schritt zurückzugehen, auch diese Liebe denken wir uns ja nicht aus. Genauso wenig, wie wir uns unsere Gefühle ausdenken. Und alles Wollen ist inspiriert. Auch die einfachste Handlung muss mir einfallen. Wenn ich mir ein Mittagessen mache, dann muss mir das einfallen. Wenn mir die Dinge nicht einfallen, muss ich betreut werden. Also jede Handlung, auch die alltäglichste Routinehandlung, es muss mir der Einfall kommen, jetzt schaltest du den Herd an. Und wenn mir dieser Einfall nicht kommt, und wo kommen diese Einfälle her? Das ist ja ein Rätsel. Also es ist eins der vielen, unendlich vielen Rätsel, über die wir viel zu wenig staunen. Woher kommen unsere Einfälle? Und sie kommen eben entweder aus den sozialen Impulsen oder aus den antisozialen Impulsen. Und die gewöhnliche Liebe ist Sympathie und Antipathie in Aktion und sie ist eine unbewusste, unterbewusste Inspiration in diesem Willensverkehr von Mensch zu Mensch und ist zunächst mal unter allen Bedingungen nicht die Liebe als solche, sondern im Grunde eine maskierte Selbstliebe. Es tut mir gut. Jeder mag sich erinnern an eine Situation, wo er bis über alle Ohren verliebt war. Ein unglaublicher Selbstgenuss. Ja, man fühlt sich einfach unendlich gut in dieser Beziehung. Und es ist eben auch diese Art der Liebe in der Lage,
binnen Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten in Hass umzuschlagen, während die eigentliche Liebe ausgeschlossen in Hass umschlagen kann, sondern weil es eben einfach die Liebe zu allen Wesen ist. Und das sind dann wirklich alle Wesen. Das ist sozusagen das Kriterium der eigentlichen Liebe, dass sie nicht ausschließend ist. Aber wir brauchen diese ausschließende Liebe unbedingt. Eine Mutter wird selbstverständlich ihre Kinder mehr lieben als alle übrigen Kinder der Welt. Das wäre ein Wahnsinn, wenn sie das nicht täte. Aber diese Liebe ist ausschließend. Und auf der anderen Seite, ich erinnere mich, wenn die Kinder nur diese Liebe erleben würden, dann würden sie ein ganz irres Selbst- und Weltbild bekommen. Also ich erinnere mich, in der Zeit, wo ich noch Notdienste gemacht habe am Wochenende, das kam so 4-5 Mal im Jahr vor, am Samstag oder Sonntag. Und wenn ich mich dann aber außerhalb dieser Dienste auch am Wochenende mal um irgendeinen Patienten gekümmert habe oder der rief an oder etwas, dann kam sozusagen unisono aus den Mündern meiner Kinder: Du hast keinen Dienst. Ja, das heißt, sie haben jetzt den Vater für sich beansprucht. Und das ist etwas, Bruder Steiner sagt, diese Liebe, die egoistische Liebe, meine Kinder, ich kümmere mich am Wochenende um meine Kinder, die ist für sich berechtigt und notwendig. Und es braucht aber eben im Gleichgewicht diese andere Liebe, die nicht die ausschließende ist, die eigentliche Liebe ist. Und er bringt zwei Bilder. Er spricht, weil da geht kein gleichzeitig, sondern nur ein Entweder-Oder. Und da bringt er jetzt das Bild des Pendels, so wie der Pendel nach einer Seite ausschlägt und nach der anderen Seite ausschlägt, so muss unser Willensleben, unser Handeln sozusagen gleichgewichtig hin und her pendeln zwischen dem Sozialen und dem Antisozialen. Das heißt, die Kinder erleben, wenn der Vater für uns da ist, dann haben wir Flut und die Patienten haben Ebbe. Und wenn er dann irgendwo ins Auto steigt und wegfährt, dann haben wir Ebbe und die Patienten haben Flut. Das ist sozusagen eine leise Vorahnung dessen, was einmal gemeint sein könnte mit diesem Ebbe und Flut oder mit diesem Pendelschlag zwischen der ausgrenzenden Liebe, der Liebe im Kleinen, im gegen den Rest der Welt, schütze ich meine Kinder, und der sozialen, der letztlich restlos offenen Liebe. Und wir wissen, wir können uns in beiden Richtungen überfordern. Das heißt, es braucht das rechte Maß, aber eben auch das rechte Gleichgewicht zwischen diesen beiden Formen der Liebe. Es hat mal ein Priester in einem Taufgespräch die kühne Behauptung aufgestellt, die christliche Ehe beginne erst mit der Zerrüttung der Ehe. Oder ja, man kann sich vorstellen, was er damit gemeint hat. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, würde ich sagen, diese Aussage ist falsch, weil das christliche Prinzip ist das Gleichgewichtsprinzip. Und das heißt, dass das Gleichgewicht im Pendelschlag suchen zwischen der ausschließenden Liebe, meine Frau, mein Mann, und der nicht ausschließenden Liebe zu allen Wesen, zu allen Menschen. Und wenn dieses Gleichgewicht im Pendelschlag, im Ebbe und Flut bilden, je mehr das gekonnt ist, wird es eben zu keiner Zerrüttung kommen. Kann ich mir dann nicht vorstellen. Ja, das wären mal so die ein paar Fortschritte jetzt durch diese drei
Verhältnisse des Menschen zum Sozialen, wobei eben das mit dem Denken noch völlig offen ist, aber das Fühlen ist vielleicht ein bisschen spürbar geworden und das Wollen. Und vielleicht, bevor ich einfach weiter renne, zum Sozialen. In seiner denkenden, fühlenden und wollenden Beziehung zum Sozialen. Und jetzt gehört dazu einerseits einfach eine nüchterne Einsicht in das, was ich jetzt bis jetzt dargestellt habe. Und jetzt sagt er etwas Prinzipielles. Er sagt, die Selbsterziehung zum Sozialen bedeutet für den Menschen zweierlei. Und dann sagt er, erstens, der Mensch muss und zweitens, der Mensch muss. Was muss der Mensch erstens und was muss der Mensch zweitens? Der Mensch muss erstens gedankenfrei werden und er muss zweitens geisteswissenschaftlich werden. Was heißt gedankenfrei und was heißt geisteswissenschaftlich? Geisteswissenschaftlich ist in einer gewissen Weise einfacher, weil wir schlagen die Theosophie auf oder lesen diesen Vortrag und sind in einem Denken, das anderen Gesetzen folgt als unser gewöhnliches Denken. Was heißt aber, der Mensch muss gedankenfrei werden? Und das setzt eben nicht im Geisteswissenschaftlichen an, sondern man kann sagen, im weitesten Sinne im Naturwissenschaftlichen. Wobei naturwissenschaftlich eben auch der andere Mensch ist, auch ein Stück Sinneswelt. Also Sinneswissenschaft könnten wir auch sagen. Das heißt, der andere Mensch ist für mich sichtbar und durch den Sprachsinn, Gedankensinn und den Ich-Sinn wahrnehmbar, wobei der Ich-Sinn noch ganz embryonal in uns nur ausgebildet ist. Aber der Mensch ist für uns ein Sinnesgegenstand. Und wir gehen mit diesem Sinnesgegenstand, also mit dem, wie er ausschaut, wie er sich bewegt, wie er sich äußert, wie er handelt, alles das nehmen wir wahr und kommen zu urteilen. Und wenn wir jetzt uns diese Urteile angucken, dann mögen diese Urteile richtig sein. Also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Psychiater bin und wirklich also sozusagen ganz präzise gelernt habe, jede Form auf der gesündesten seelischen Verhältnismäßigkeit noch genau mit Worten zu charakterisieren. Wir kommen zu Urteilen. Und wir müssen zu Urteilen kommen, weil wenn jemand vor mir steht und will mir etwas verkaufen, dann muss ich zu dem Urteil kommen, der meint es ehrlich oder er will mich betrügen. Ich muss zu einem Urteil kommen und muss mich entscheiden irgendwann. Und da ist wieder das Antisoziale. Ich muss einfach ein Urteil fällen. Das heißt, ich brauche diese Art der Urteilsfähigkeit. Aber wenn ich jetzt das Soziale entwickeln will im Denken, dann besteht das zunächst einmal darin, dass ich mir sozusagen bewusst verbiete, das Denken des anderen einzuschläfern. Dass ich also vollständig auf meinem Urteilsboden stehe und bleibe, solange nichts irgendwie das in Frage stellt für mein Urteil. Aber dass ich vollständig und unbedingt respektiere die Art und Weise, wie der andere urteilt, wie der andere denkt. Das heißt, es muss eine absolute Gedankenfreiheit herrschen, in diesem Sinne, dass es nichts mehr gibt an Gedankenknechtung, an Vorschrift, so musst du denken. Dass wir uns verbieten, und zwar jeder Einzelne und selbstverständlich jeder Politiker oder Arzt oder Lehrer oder Mitmensch, sich
absolut und strengstens verbietet, die Gedanken des anderen auch nur im Ansatz überwältigen zu wollen, knechten zu wollen. Das muss vollständig aufhören und das ist eine bewusste Entscheidung, die zunächst einmal noch nichts Positives bedeutet, aber die einen Freiraum schafft, einen ganz, ganz notwendigen Freiraum, unter allen Umständen ertragen die Gedanken der anderen Menschen. Das ist das, was Voltaire mal, ich weiß nicht zu wem, gesagt hat, ich teile ihre Ansichten nicht, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass sie sie frei äußern dürfen. Das ist sozusagen vorbildlich für diese Seelenhaltung, absolut dem anderen Menschen seine Gedanken freizugeben. Absolut zu tolerieren, dass er so denkt und das Wunder zu bewundern, dass ein Mensch so denken kann. Das ist das eine, was mit dem Gedankenfreien zu tun hat und das andere, dass wir wegkommen müssen von dem Abstrakten der Mensch, weil der Mensch, den gibt es nicht. Den hat es noch nie gegeben, sondern ein Mensch, wenn ich Mensch sage, dann ist das immer dieser Mensch oder dieser Mensch oder dieser Mensch. Mensch, der nicht individuell ist, ist kein Mensch. Wenn ich irgendein Menschenbild habe, wo das Individuelle ausgeschlossen ist, dann ist das kein Menschenbild, sondern ein Maschinenbild. Weil zwei VW Passats sind keine Individualitäten. Zwei Schäferhunde auch nicht in dem Sinne. Aber auch die Schäferhunde denken wir ja nicht mehr, wie sie eigentlich sind. Das heißt, Gedankenfreiheit heißt einerseits absolute Toleranz gegenüber den Gedanken aller anderen Menschen und heißt auch immer den Menschen sehen, der vor uns steht und nicht irgendeinen abstrakten Menschen. Das ist jetzt auch etwas, was zentral ins Soziale hineingeht. Uns für den anderen Menschen als Individualität zu interessieren. Das sind übrigens Gedanken, die Rudolf Steiner auch in einem Vortrag die Hygiene als soziale Frage im April 1920, also man kann sagen fast auf den Tag genau 100 Jahre vor Ausbruch des Hygienewahnsinns in Deutschland und der Welt, hat er diesen Vortrag gehalten, die Hygiene als soziale Frage, wo er genau diese Thematik behandelt. Wenn wir von dem Menschen sprechen, dann sind wir sofort im Unmenschlichen im Grunde. Und er sagt, die Autoritätshörigkeit, die Autoritätsgläubigkeit ist das Undemokratischste, was man sich vorstellen kann. Autoritätsglaube und Demokratie vertragen sich nicht. Und wir brauchen gerade in der Hygiene, um Regeln aufzustellen, einen sozialen Prozess, der sich frei macht vom Autoritären, absolut frei macht. Selbstverständlich hört man die sogenannten Experten an, selbstverständlich. Aber dann macht man sich seine eigene Meinung aus möglichst breiten Informationen und dann einigt man sich. Man einigt sich, aber es einigen sich Menschen, die sich für den anderen Menschen interessieren, die nicht vergessen, was das für den einzelnen Menschen an Konsequenzen hat, was sie da beschließen, weil sie immer letztlich den konkreten individuellen Menschen vor Augen haben, auch bei den allgemeinsten Beschlüssen und Absprachen. Gerade für die Hygiene ist das ein erstaunliches Phänomen, dass Steiner diesen Vortrag gehalten hat. Und wie kommen wir jetzt? Und jetzt sind wir dann eben wirklich, kommen wir der Sache näher. Wie kommen wir dazu, uns überhaupt für diesen anderen Menschen zu interessieren? Weil auch da müssen wir mit einer Illusion aufräumen, dass man glaubt, alle Menschen gehen eigentlich interesselos aneinander vorbei, nur ich interessiere mich wirklich für die anderen Menschen. Und das ist eben auch wieder eine große Illusion. Schon vor 100 Jahren hat Rudolf Steiner gesagt, mit jedem Tag
nimmt das Interesse von Mensch zu Mensch dramatisch ab. Und jetzt sind 100 Jahre vergangen und nichts hat diese Tendenz gestoppt. Nichts, gar nichts. Sondern ein Interesse von Mensch zu Mensch hätte es niemals möglich gemacht, dass die Mehrheit einer Bevölkerung einen solchen Unsinn folgt, wie die Alten unbetreut in den Heimen sterben lassen und so weiter. Ich will das alles gar nicht wieder aufzählen, sonst habe ich das Thema verfehlt. Das heißt, wir müssen rauskommen und jetzt kommen wir langsam dem Denken näher, wir müssen von unseren abstrakten, rationalistischen Denken wegkommen und trotzdem vollständig in der Realität bleiben. Von Goethe gibt es diese schöne Formel, wie sagt er, eine exakte sinnliche Fantasie entwickeln. Eine exakte sinnliche Fantasie. Und Saint-Exupéry sagt sehr schön, erkennen heißt nicht zerlegen, heißt nicht erklären, sondern heißt Zugang zur Schau finden. Aber um zu schauen, muss man erst teilnehmen. Und das ist eine harte Lehre. Da kommt dieses Wort teilnehmen, Teilnahme. Und wir haben ein Denken, das unsere Wissenschaft groß gemacht hat und groß machen musste. Und ich kann es nur immer wieder wiederholen. Wir brauchen den Begriff, wir brauchen dieses antisoziale, kritische, distanzierte, rationale Denken. Unbedingt. Und wir müssen sozusagen auch durch die Schulung dieses nüchternen Denkens. Wir mussten einmal allen Aberglauben, alles Okkulte loswerden. Wir mussten einmal für eine kurze Zeit Materialisten werden, um ganz, ganz, ganz wirklich auf den Boden zu kommen, um voll bewusst zu werden. Wenn auch ganz, ganz schmalköpfig sozusagen. Schmalköpfig, aber voll bewusst. Und jetzt mit diesem vollen Bewusstsein, unter vollständigem Erhalt dieses wachen Bewusstseins, was noch immer wacher werden muss, jetzt dieses Bewusstsein wieder zeitweise zu einem Teilnehmenden zu machen. Saint-Exupéry sagt, Zugang zur Schau finden. Rudolf Steiner sagt, ein schauendes Bewusstsein entwickeln. Und in diesem Zusammenhang dieser zwei Vorträge über soziale und antisoziale Triebe spricht er davon, der Mensch muss lernen, am anderen Menschen das imaginative Vermögen zu entwickeln. Imaginativ heißt bildhaft zunächst einmal. Und das ist noch nicht das okkulte Imaginative, sondern das ist das sinnlich Imaginative. Das heißt, ein bildhaftes Teilnehmen. Und ein solches Teilnehmen am anderen Menschen, so dass jetzt eigentlich Bilder entstehen, die überhaupt eine Beziehung haben zu dem, was dann, weil der Mensch einerseits gedankenfrei werden muss, aber dann auch geisteswissenschaftlich, was dann überhaupt einen Kontakt aufnehmen kann zur Geisteswissenschaft, zu einer geisteswissenschaftlichen Idee. Die Geisteswissenschaft gibt uns die Grundidee, der andere Mensch, ihm liegt zugrunde seiner ganzen geistigen und leiblichen Offenbarung liegt zugrunde eine ewige Individualität, die von einer weiten Vergangenheit herkommt, durch die Geburt geht, Erfahrungen hier in diesem Leben macht und diese Erfahrungen ausschöpft, durch den Tod trägt und weiterträgt in spätere Inkarnationen hinein. Das ist das Urbild, unter dem wir einen Menschen, wenn wir ihn nicht unter solchen Urbildern betrachten, dann verpassen wir ihn eben auch. Das heißt, einerseits gedankenfrei, andererseits geisteswissenschaftlich. Und jetzt verfolgen wir aber weiter
diese Spur, was heißt gedankenfrei? Und was heißt es, wirklich den anderen Menschen sehen, wie er ist, wie er wirklich ist? Das ist das goethische Ideal gewesen. Die Dinge zu sehen, wie sie sind, das ist das Allerschwerste überhaupt. Goethe, um ihn noch einmal zu zitieren, hat für die Erkenntnis etwas formuliert. Er hat es für die Medizin formuliert, aber im Grunde gilt es für die ganze menschliche Erkenntnis oder für das Geistesleben überhaupt. Er hat es für die Medizin so formuliert, dass er sagte, die Medizin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Das heißt, Gleiches kann nur Gleiches erkennen. Wenn ich den ganzen Menschen erkennen will, dann muss ich auch meinen ganzen Menschen als Erkenntnisinstrument in Anspruch nehmen. Die Medizin beschäftigt den, das ist eigentlich so selbstverständlich wie nur etwas. Aber wenn man das heute einem Mediziner sagt, der muss eben diese Handbewegung unterdrücken, die den Finger zur Stirn führt. Allgemein formuliert, das Geistesleben beschäftigt den ganzen Menschen, weil es sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Und da hat Rudolf Steiner urbildlich, jetzt schiebe ich noch etwas dazwischen, bis wir dann zu der Übung kommen, die Rudolf Steiner gibt, für das imaginative Entwickeln, für das Entwickeln der imaginativen Fähigkeit am anderen Menschen, wozu er sagt, wozu er nicht sagt, ja, das ist so für abgehobene Geistsucher, die dann noch ein bisschen was extra wollen. Nein, er sagt, das imaginative Vermögen am anderen Menschen entwickeln muss Gegenstand der Kinder- und Schulpädagogik werden. Das ist nicht etwas so ein Sahnehäubchen für besonders Fleißige, sondern das muss eigentlich Grundausstattung der Seele werden, von kleinst auf. Ein imaginatives Verhältnis zum anderen Menschen zu haben und sich dann sogar dem anderen Menschen imaginativ gegenüber verhalten zu können. Ich komme noch darauf. Er sagt im Zusammenhang damit, dass der Mensch entwickeln muss, die Fähigkeit des schauenden Bewusstseins. Also was Saint-Exupéry sagt, der Mensch muss teilnehmen, um zu schauen. Und das entwickelt er sehr urbildlich an der Betrachtung der Pflanze in dem Buch vom Menschenrätsel. Und mit der Pflanze geht das leicht, weil sie ärgert mich nicht, sie beißt nicht, sie ist einfach da und bildet sich und wächst und verblüht. Und jetzt kann man aufmerksam sein, wie Rudolf Steiner das darstellt. Er sagt sozusagen, die Grundtechnik, sich hinzuarbeiten zu einem schauenden Bewusstsein, kann man am leichtesten entwickeln, indem man mit innigerem Gemütsanteil das Leben in der Natur betrachtet. Also das ist sozusagen das Tor, ein ganz anderes Tor, als heute ein Biologe an die Pflanzen herangehen würde. Wobei nichts gegen die Zugehensweise des Biologen. Die führt zu Erkenntnissen, die ihren Wert haben. Aber ich will jetzt mal sagen, zu Erkenntnissen, die nicht sozial heilsam sein können. Wie kommen wir so zu einem Erfassen eines Wesens,
sodass wir aus diesem Wesen heraus denken und handeln. Wenn man mit innigerem Gemütsanteil das Leben in der Natur betrachtet und sich zum Beispiel vor eine Pflanze setzt oder stellt und, jetzt kommt ein neuer technischer Begriff, mitfühlt. Mitfühlt das innere Leben der Pflanze, wie diese Pflanze sich verwurzelt, wie sie sich im Stängel streckt, wie sie sich breitet in die Blätter, wie sie sich ballt in der Knospe, wie sie das Innere nach außen öffnet in der Blüte. Alles Tätigkeitsworte, strecken, breiten, ballen, öffnen. Und wenn ich jetzt das nicht nur so sage, sondern mitvollziehe, dieses Strecken, Breiten, Knoten, Öffnen, dann sagt Rudolf Steiner, dann ist das ein Denken, in dem der Wille leise mitschwingt. Also nochmal, wenn der Mensch mit innigerem Gemütsanteil das Leben in der Natur betrachtet und zum Beispiel das innere Leben einer Pflanze mitfühlt. Das heißt, Ausgangspunkt ist das Fühlen. Und dann macht man die ganzen Tätigkeiten mit, indem man leise mit will. Man muss das ja mitwollen, sonst entsteht kein Strecken in der eigenen, wie Goethe sagen würde, exakten sinnlichen Fantasie. Es entsteht kein Breiten, kein Knoten, kein sich Öffnen des Inneren nach außen. Das muss ich ja alles in der exakten sinnlichen Fantasie selber produzieren. Da ist der Wille tätig. Das heißt, wir haben den ganzen Menschen, den fühlenden, wollenden, denkenden Menschen in diesem Prozess engagiert. Das heißt, der ganze Mensch wird zum Erkenntnisorgan für die Pflanze in diesem Fall. Und jetzt sagt Rudolf Steiner, er legt vor allen Dingen den Schwerpunkt jetzt in der Aufmerksamkeit auf den Willen. Dass der Wille in diesem Prozess des Teilnehmens mit innigerem Gemütsanteil, so heißt es am Anfang, Teilnahme ist das Schlüsselwort. Durch diese Teilnahme wirken wir auf unseren Willen im Denken, den Willen im Teilnehmen, im Denken, im teilnehmenden Denken. Und dieser Wille, wenn wir auf ihn aufmerksam werden, dann merken wir, das ist ein anderer Wille als unser persönlicher Wille. Unser persönlicher Wille geht von mir aus in die Welt. Ja, also selbst wenn ich einem anderen Menschen etwas Gutes tue, dann reiche ich ihm die Hand. Also von mir geht etwas aus, ein Impuls, in die Welt. Hier ist das, wie Rudolf Steiner sagt, eine Umkehrung des Willens. Der Wille wirkt nicht von mir ausgehend, es ist mein Wille. Es ist mein Wille, aber er ist umgekehrt. Das heißt, nicht ich steuere die Richtung und die Orientierung dieses Willens, sondern die Pflanze. Das innere Leben der Pflanze bestimmt die Tätigkeit meines Willens. Das heißt, ich habe meinen Willen mit höchster innerer eigener Aktivität, indem ich eben mitfühle, mich mitstrecke, mitbreite, mitöffne. In höchster innerer Aktivität ist aber diese Aktivität nicht eine Aktivität, die von mir gesteuert ist, sondern von der Pflanze. Das heißt, dieses Wollen, dieser umgekehrte Wille wird schauend. Er schaut
das innere Leben der Pflanze, indem er alles mitmacht. Das klingt noch so, wie wenn er das machen würde, indem im Grunde die Pflanze ein zweites Mal sich erschafft in meinem Willen. Das ist das goethische Ideal, dass die Dinge sich in mir aussprechen und nicht ich ihnen vorschreibe, nach welcher Norm sie sich irgendwie kategorisieren lassen. Das heißt, um einen Satz von ihm zu erleben, vorzulesen: In solchem Denken schwingt der Wille leise mit, und er ist da ein in Hingabe entwickelter Wille, der die Seele lenkt, der nicht aus ihr den Ursprung nimmt, sondern auf sie seine Wirkung richtet. Man wird naturgemäß zunächst glauben, dass er seinen Ursprung in der Seele habe. Im Erleben des Vorgangs selbst aber erkennt man, dass durch diese Umkehrung des Willens ein außerseelisches, geistiges von der Seele ergriffen wird. Wir sind noch im Sinnlichen. Wir nehmen teil an den sinnlichen Offenbarungen des inneren Lebens der Pflanze. Und doch durch diese Art der Teilnahme kommen wir wirklich dazu, dass ein geistiges Außer mir von der Seele ergriffen wird. Und zwar im Willen, im Mitwollen, im Mittun, im Teilnehmen, in der inneren Aktivität. Das ist also für mich eine Schlüsselstelle im Werk Rudolf Steiners und eben wie ein Bindeglied zwischen unserer Naturwissenschaft, die eben in dieser Richtung sich entwickeln muss, und der Geisteswissenschaft, die dann überhaupt erst Sinn macht in Bezug auf das, was wir an der Sinneswelt durch das teilnehmende Denken schauend erfassen können, an letztlich schon Geistigem, weil ein Geistiges sich offenbart in der Führung meines teilnehmenden Willens. Bei einer Pflanze geht das eben ganz schön, aber wie geht das beim Menschen? Ja, also das imaginative Vermögen an der Pflanze zu entwickeln, wenn man dem folgt, jetzt wie Steiner das schildert, das haben wir eigentlich ganz naiv und es ist nur zu wenig intensiv. Wie regt jetzt Rudolf Steiner an, wie wir das imaginative Vermögen jetzt nicht an der Pflanze, sondern am Menschen entwickeln können? Und da macht er jetzt einen Unterschied. Bei der Pflanze schauen wir die Pflanze an, die wir jetzt vor uns haben. Um zu üben, das imaginative Vermögen am anderen Menschen zu entwickeln, nicht bei den jetzigen Menschen anfangen, sondern bei den Menschen, und jetzt muss man ganz genau zuhören, die in mein Leben früher oder noch früher oder noch früher eingegriffen haben. Und zwar diese Menschen so erinnern, wie sie im Wechselspiel mit mir in mein Leben eingetreten sind. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Vater erinnere, nicht wie der da oder dort mit dem oder jenem kommuniziert hat oder was das sonst für ein toller Mensch war, sondern Situationen, wo er auf mich eingewirkt hat. Also zunächst mal ganz egozentrisch. Nur betrachten, wie hat welcher Mensch auf mich gewirkt. Und das hat es eben Förderer gegeben, freundliche Menschen, die mich unterstützt haben, die mich großgezogen haben und so weiter. Aber auch Menschen, die mir geschadet haben. Also die so in mein Leben eingegriffen haben, dass sie mir das Leben schwer gemacht haben, dass sie mir etwas verunmöglicht haben, dass sie mich gekränkt haben und so weiter. Das heißt, wir üben jetzt, zurückzuschauen auf Menschen, die
oder ich sage es in der Ich-Form, ich schaue zurück auf Menschen, die in mein Leben eingegriffen haben. Vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor einem Jahr, vor 30 Jahren, vor 50 Jahren. Und versuche sie so, ich sage jetzt mal, im Bilde vor mir erscheinen zu lassen, wie sie in mein Leben eingegriffen haben, wie sie eingewirkt haben. Und entscheidend ist, dass man das ohne Urteil, ohne ach, wäre doch und hätte doch, sondern einfach Bilder. Nur die Bilder dieser Menschen. Und er sagt, dass wenn man das immer wieder übt, in ruhigen Minuten, sich frühere Beziehungen anzuschauen und nicht, was waren das für Menschen, sondern Situationen, Umstände, wo dieser Mensch so oder so auf mich gewirkt hat, in mein Leben eingegriffen hat. Dann entwickelt sich allmählich etwas, wo der Mensch, wenn er das immer wieder übt, das Gefühl hat, dass alles, was in mir ist, verdanke ich eigentlich diesen Menschen. Das heißt, wenn diese uns unter Umständen sogar die mir geschadet haben, mehr als natürlich relativ gesehen oder anders als die mir genützt haben, die mir wohlwollend zugespielt haben. Das heißt, es kommt zu dem Erlebnis, dass die seelische Substanz meines, was ich zunächst mal als mein Innenleben, meine Biografie erlebe, durch sich auflöst und in einer Schar von Menschen zur Ruhe kommt, in einer gewissen Weise. Dort eigentlich zurückgeht. Und ich das Erlebnis habe, dass ich mich eigentlich im Spiegel dieser Menschen sehe. Und möglichst eben den Schwerpunkt habe, wie diese Menschen gewirkt haben. Also um ein Beispiel zu nehmen, das war die 7. Klasse, wir hatten Turnunterricht, sind die Jungs alle einmarschiert in die und mussten uns dann in einer Reihe aufstellen im Turnsaal und vor uns stand der Lehrer und zwischen dem Lehrer und unserer Reihe lag am Boden ein dicker Rotzbollen. Irgendeiner hatte genießt und also ein richtiger dicker Bollen lag da am Boden. Und unpädagogischer, wie man nur, also kann man nicht sein, wie dieser Lehrer fragt, wer war das? Und natürlich kein Mensch äußert sich und die Atmosphäre wird drückender und drückender und unerträglich und unerträglicher. Und er bohrt und insistiert und irgendwann endlich merkt er, dass er so nicht weiterkommt. Und sagt dann, na gut, wer holt freiwillig in der Toilette Papier und wischt das auf? Und ich, erleichtert, dass endlich dieser Druck weg ist, spring auf und lauf zur Tür und höre noch, wie er zu den anderen sagt, naja, dann wird das auch gewesen sein. Ja, und das würde ich sagen, das ist vordergründig eine Kränkung, durchaus. Aber wenn man es jetzt so betrachtet, wie Rudolf Steiner das anregt, dann kann ich unter Umständen zu dem Erlebnis kommen, dass ich diesem Lehrer etwas verdanke. Ich kann das jetzt nur so umschreiben, dass ich als 13-Jähriger damals in eine gewisse nüchterne Distanz zu Autoritäten gekommen bin. Dass ich unter Umständen verdanke ich dem unglaublich viel an späterer Selbstständigkeit und auch vielleicht Menschenkenntnis. Also jedenfalls nicht nur einfach dieser blöde Kerl, wie kann der so unpädagogisch mit dieser Situation umgehen und jemanden kränken und blamieren vor den anderen und so weiter. Also das so mal als ein Beispiel, um aber jetzt eben eins und noch eins und über die Tage und Wochen, sagt Rudolf Steiner, wenn man sich das zur Gewohnheit macht, immer wieder sich ruhige Momente zu nehmen und diese stille, ruhige Rückschau zu halten auf Menschen, die in mein Leben eingegriffen haben, dann löst sich allmählich ein Sinn,
los, einen Sinn, den Menschen im Bilde wahrzunehmen. Und eben ausgerechnet in der Art und Weise, wie er auf mich gewirkt hat. Also nicht irgendwie, was ich sonst von ihm weiß und so heldenhaft irgendwas. Nein, nur diese Elemente dieses anderen Menschen, wo er auf mich gewirkt hat. Und dann würde sich ein Sinn entwickeln, zunächst mal, was man eigentlich jedem Menschen zu verdanken hat, jedem, der in irgendeiner Weise eingegriffen hat. Und wenn es mich auch damals noch so gewurmt hat, komischerweise hat mich das damals gar nicht so furchtbar gewurmt. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, der macht was falsch. Also, aber es war natürlich was. Also so ganz ist es nicht ohne an mir vorübergegangen. Und dadurch, sagt Lothar Steiner, dass man das mit früheren Beziehungen immer wieder in Ruhe abgeschieden, das ist auch antisozial, kann man sagen. Also weil man sich nicht um die Menschen kümmert, die im Nebenzimmer nach einem schreien, sondern man zieht sich zurück und pflegt diese Erinnerungen. Aber dadurch wird ein Sinn frei. Dieser Sinn für den anderen Menschen ist schon da, aber er muss wie frei gearbeitet werden, er muss wie erkraftet werden, dass ich jetzt auch spontan gegenüber einem Menschen, der jetzt heute vor mir steht, zu einem Bild komme, zu einem tragfähigen und auch wieder, wie Goethe sagen würde, sinnlich exakten Fantasiebild kommen kann, gegenüber dem anderen Menschen. Und jetzt, sagt Lothar Steiner, wenn das geschieht, dann erwacht in mir der Trieb, ein liebe- und hassfreies Bild, wie der Mensch wirklich ist, in mir zu erwecken, sodass der andere Mensch in mir auferstehen kann. Das heißt, wie die Pflanze ein zweites Mal in mir aufersteht, sich selber schafft, so schafft sich jetzt, dadurch, dass dieser Sinn frei ist, und jetzt erwacht der Trieb. Was ist das, der Trieb? Das ist der soziale Trieb. Die antisozialen Triebe erwacht, arbeiten von selbst, aber dieser soziale Trieb, ein liebe- und hassfreies Bild, wie der andere Mensch ist, in mir zu erwecken, diesen Trieb muss ich zum Erwachen bringen, selber. Der darf nicht spontan erwachen, sonst bin ich überwältigt. Ja, stellen wir uns vor, man ist überwältigt dann von einer Empathie, mit der man gar nicht, mit der man überhaupt nicht zurechtkommt, weil man ihr nicht gewachsen ist. Das heißt, man muss sich langsam hineinschaffen in diese Art der Menschenbetrachtung oder auch im Grunde in Ansätzen eben gegenüber dem anderen Menschen das schauende Bewusstsein zu entwickeln. Und jetzt ist die andere Frage, um auch nochmal auf dieses Bild zu kommen jetzt. Ich erinnere mich an diesen Turnlehrer in dieser Situation. Da habe ich das Bewusstsein ganz versucht, mich mit diesem Turnlehrer zu identifizieren, in seiner Lage zu versetzen. Sozusagen diesen Turnlehrer nicht verobjektivieren, beurteilen, unpädagogisch. Das war auch mein Lateinlehrer, da hat er sich noch unpädagogischer verhalten, aber das lasse ich jetzt weg. Das führt nicht weiter. Stimmt, muss auch sein, so ein Urteil. Aber ich muss jetzt ein Bewusstsein entwickeln, das schwebt zwischen diesem richtigen, ich sage jetzt mal pädagogisch-wissenschaftlichen Urteil und der Imagination des anderen Menschen. Und jetzt ist aber die Frage, was ist denn mit mir? Ich erinnere mich ja auch an mich in dieser Situation. Und das ist jetzt die andere Übung, wo der Steiner sagt, die man verbinden soll mit dieser Übung am anderen Menschen, die man zunächst in der Erinnerung übt, dass man etwas anderes auch in der Erinnerung übt, nämlich sich selber zu erinnern in den verschiedensten Situationen. Es können die gleichen Situationen sein.
dass man sich selber erinnert, aber jetzt nicht noch einmal sich wieder ärgert oder wieder freut oder wieder sich wurmt, wie man behandelt worden ist, sondern wie wenn man einen anderen Menschen erinnert, wie wenn das man nicht selber wäre, sondern ein anderer. Das heißt, im Endeffekt, dass der Mensch dazu kommt, sich selber zu verobjektivieren. So wie wir den anderen Menschen versubjektivieren, so wie wir die Pflanze versubjektiviert haben. Wir werden, unser Wille wird zur Pflanze, weil die Pflanze sich darin ausdrückt. Und so drückt sich jetzt der andere Mensch in unserem teilnehmenden Willen aus, indem wir einfach ihn als Bild erinnern. Und je länger wir das tun, umso ausdruckskräftiger und umso wesentlicher werden dann diese Bilder. Dass ich im Grunde, wenn ich jetzt mich als einen anderen erinnere in diesen Situationen, wie wenn das eben ein anderer 13-Jähriger, 30-Jähriger, 50-Jähriger, je nachdem, an was ich mich erinnere, ein anderer ist, dann setze ich ja alles, womit ich mich eigentlich identifiziere. Wo ich meine, das bin ich. Ja, wenn man einen Menschen neu kennenlernt, dann fragt man, welche Speisen magst du gerne, welche Musik hörst du gerne. Das alles verobjektivieren, sich vorstellen, das ist ein anderer. Ich erinnere, ich kenne den natürlich sehr gut, aber ich versuche, alle Kraft aufzuwenden, zu vergessen, dass ich das bin und ihn anzuschauen wie einen anderen. Und das braucht Kraft. Und das ist dieselbe Kraft, glaube ich, das sage ich nur in Klammern, die Rudolf Steiner, an die er appelliert, in dem Buch »Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten«, in dem Kapitel »Innere Ruhe«, wo er genau mit etwas anderem Kontext diese Anregung gibt, sich selber als einen anderen Menschen, als einen fremden Menschen, einen gut bekannten, also fremd ist immer so doppeldeutig, einen anderen Menschen zu kennen, zu schauen, seine Freuden, seine Leiden, seine Sorgen, seine Erfahrungen, seine Taten anzuschauen, wie wenn es die Freuden, Leiden, Sorgen, Erfahrungen, Taten eines anderen Menschen wären. Das heißt, ich lerne zu meiner ganzen Persönlichkeit, die ich aufgebaut habe in den Jahren und Jahrzehnten, lerne ich in der dritten Person zu reden. Der da. Und dann stellt sich heraus, dass ich plötzlich wie ein Punkt zurückbleibe. Das heißt, ich schäle mich heraus oder ich schäle eigentlich nicht mich, weil mich setze ich ja heraus. Sondern dadurch, dass ich das tue, kann ich das nur tun, weil ich eine Kraft in mir beanspruche, die unterbewusst ist, die nämlich meine eigentliche, die Kraft meines ewigen Ich ist. Und dieses Ich schäle ich jetzt heraus aus dem ganzen Konglomerat, indem ich mich verobjektiviere und bleibe als ein Punkt zurück. Und die Erfahrung, dass ich dieses Ich bin, was sich herausschälen kann aus meinem ganzen persönlichen Wust und Krust, das ist die Erfahrung der inneren Ruhe, die Steiner schildert und die Voraussetzung ist, dass wenn sich jetzt dieser Punkt mit der Geisteswissenschaft erfüllt, dann wird dieser Punkt wieder zu einem Kreis und bekommt aber jetzt einen geistigen Inhalt. Und das ist eigentlich dieselbe Geschichte, die Steiner hier anregt, indem er sagt, wenn der Mensch immer nur Jahr für Jahr sich immer mehr aufbaut, dann wird der Egoismus wird potenziert. Ja, der Egoismus des 13-Jährigen, des 30-Jährigen, das gibt einen Koloss von Egoismen. Und wenn ich den heraussetze, sagt er, dann gehe ich mir nicht verloren, sondern ich gewinne mich in einer ganz neuen Form wieder, indem ich eine Imagination jetzt eben von mir selber entwickle und selber in einem geistigen Punkt zurückbleibe angesichts dieser Imagination und mich jetzt hinwenden kann und mich erfüllen kann
mit geistigen Inhalten. Das heißt, jetzt ist der Punkt, wo ich geisteswissenschaftlich werden kann. Bis dahin wollte ich es bringen. Und ich weiß, dass es eine Überforderung ist, aber es ist vielleicht eine Anregung, erstens diese beiden Vorträge zu lesen, zweitens, wie erlangt man Erkenntnisse, Kapitel Innere Ruhe zu lesen und drittens in dem Buch vom Menschenrätsel. Ich glaube, es ist das Kapitel Ausblicke, jedenfalls eher am Ende des Buches.